erstmal freue ich mich über 10 Jahre DGNB. Ich bin auch seit 2 Jahren sehr aktiv dabei. Vorher hatte ich viel Kontakt. Ich habe bei verschiedenen Systemen mitgearbeitet, habe auch in der Akademie mich um gestalterische Qualität gekümmert. Darauf gestoßen bin ich, weil wir so und so uns mit einem anderen Bauen beschäftigt haben. Und das eigentlich schon 20 Jahre. Also auch bevor es den DGNB gab, gab es natürlich dieses Thema. Und das Thema haben wir bereits auf unsere eigene Art natürlich auch bearbeitet mit Energieberatern. Und der DGNB kam dann eigentlich sehr gerufen, dass man dort eine Systematik vorgefunden hat, die das auch so nachvollziehbar gemacht hat, dass man auch dem Bauherrn erklären konnte, wie Nachhaltigkeit funktionieren könnte und wie sie auch nachweisbar wird. Weil vorher hat sich ja jeder auf seine Weise bemüht, viele Systeme ausprobiert, viele Konzepte erfunden auch damals. Man muss ja auch sagen, wir haben den Bauherren damals solche Themen auch angeboten. Das kam ja nicht von der Bauherrschaft. Das ist ja heute auch anders. Und ich denke mal, der DGNB hat sehr viel geleistet. Und jetzt finde ich nach diesen 10 Jahren auch einen ganz entscheidenden Moment, wie es eben weitergeht. Das wird sehr spannend. Am meisten beeindruckt hat mich, wie so ein System entstanden ist. Ich habe selbst teilgenommen an der Systematik für Handelsbauten in einem sehr langen Prozess. Wir hatten damals einen Bauherr, der interessiert war. Und deswegen bin ich dann auch in die Arbeitsgruppe eingetreten. Und das zu sehen, wie in diesem demokratischen Miteinander sozusagen dieses System entsteht und geschärft wird und so weit gebracht wird, dass auch alle damit einverstanden sind, die es dann auch anwenden wollen. Das hat mich sehr beeindruckt. Die Organisation sollte einfach ein interessanter Ideengeber und Kommentator der Gesetze, der politischen Entscheidungen sein. Er sollte auch da sein Gewicht finden, auch dass er gehört wird, dass er in diesen Gremien auch ein Sprachrecht bekommt. Und das ist, glaube ich, auch auf einem sehr guten Weg. Die Vernetzung geht weiter. Wir vernetzen uns mit anderen Organisationen. Wir werden von Organisationen wahrgenommen, die uns vorher, ich glaube, überhaupt nicht ernst genommen haben. Also das beginnt gerade und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass wir hier Einfluss gewinnen können, um das Bauen weg von der rein ökonomiegetriebenen Entscheidung hin zu einer nachhaltigen Entwicklung bekommen.